werde nicht nostalgisch, wie gesagt. Alte Warcraft 3 Begegnung, da haben wir sie. 4K Fury hat es hier zu tun mit Moon. Na, die Zeiten sind auch vorbei. Mittlerweile ist er bei RG. Und wir sehen links oben Fury und Moon, der damals, ja, wo war er unterwegs in alten Warcraft 3 Zeiten? Er war lange Zeit bei Meteor Makers. Damals, glaube ich, auch noch zu der Zeit, als Fury noch bei 4K war. Mittlerweile hat sich das alles ganz schön gedreht. Moon bei We Made Fox und Fury, wie gesagt, bei RG. Wir haben rechts unten, sehen wir jetzt den Koreaner. Moon also als Zerg unterwegs in StarCraft 2. Ich muss sagen, verwundert natürlich ein bisschen, nachdem er in Warcraft sich noch für die Rasse mit dem wenigsten Style entschieden hat. Er war das Gesicht der Nachtelfen. Hat er jetzt einen Riesensprung nach oben gemacht. Kriegt dafür schon mal klassische Punkte in der B-Note. Mit Zerg unterwegs und er hat es mit einem Terran-Spieler zu tun. Ja, willst du nicht einfach mal eine Part übernehmen, wo du Furious spielst, die so ein bisschen beschreibst? Komm schon, Enzo. Ich weiß nicht, jetzt auf der Map, und ich habe jetzt seine Games jetzt auch nicht so gesehen, aber generell ist Fury ziemlich dafür bekannt, dass er gerne alle SCVs einfach dazu zieht und einen totalen All-In-Push macht. Könnte ich mir auch vorstellen, weil er einfach Moon ziemlich stark wahrscheinlich einschätzt. Und die Größenverhältnisse haben sich ja zu Warcraft 3 nicht großartig verändert, also Moon ist meiner Meinung nach trotzdem wieder der klare Favorit, wie es damals auch der Fall war. Also, ein All-In könnte ich mir hier schon gut vorstellen. Und man sieht auch gleich die zweite Barracks, also zwei Barracks Opening. Ja, das ist ja noch weit vom All-In entfernt. Das ist ja Standard-Opening fast schon. Das ist aber schon hier, man sieht schon seine Aggressivität, die er an den Tag legt. Also, ja, haben wir noch nicht einmal auf dem ganzen Event gesehen. Gerechtfertigt. Also, man muss sagen, Moon baut gerade seine 15 Hatch. Von daher, da ist es durchaus gerechtfertigt, dass man mit dem Double Barracks Opening startet. Ist ja gerade bei den Koreanern eigentlich auch gang und gäbe, dass sie mit so einem Go reinkommen. Ist in Ordnung. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, das passt zu seinem Spielstil jetzt einfach. Also jetzt. Jeder andere Terraner, der jetzt auf dem Event war, der hätte sowas nicht gebracht. Der hätte einfach selber geäxt und hätte sich gefreut, dass er ein schönes Makro-Game aufziehen kann. Aber ja. Fury denkt sich, nein, habe ich eh keine Lust drauf. Gehe ich mal lieber gleich los mit den Marines. Ja, da ist er auch gleich auf dem Weg. Natürlich weiß auch Moon, was ihm hier blüht. Da oben ist der erste Bunker am Bau, ist direkt mit einer Drohne am Start und setzt das ins CV unter Druck. Mal sehen. Die große Frage ist eigentlich eher, wie viele SCVs nimmt Fury mit? Ja, das ist die Frage immer bei ihm. Man weiß nicht, ob es alle sind oder nur drei Viertel davon. Also ich schätze, die Hälfte nimmt er mit. Momentan nehmen wir noch gar keine mit. Das hat er erstmal den Mule in Produktion. Haut erstmal Marines raus und gibt es das nächste Supply Depot in Auftrag. Da kommen weitere Marines jetzt mal direkt hinterher. Und er hat hier unten rein von den SCVs erst eins. Das setzt er unterhalb der Choke. Aber da ist der erste Spinecrawler im Bau. Also wenn er den nicht irgendwie canceln kann, dann wird das auch nochmal eklig werden. Bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist, da oben so lange zu warten. Ja, jetzt nimmt er den Spinecrawler aufs Korn, bricht auch gleich mal seinen Bunker ab und wird sich zurückziehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier jetzt wirklich weiter das Ganze jetzt verfolgt. Jetzt sammelt er auch so viele Minerals, also er will wahrscheinlich jetzt das Command Center setzen. Und er verliert jetzt hier auch erstmal alle Units, die er mit dabei hat. Also da hat er gar keine Chance, dagegen anzukommen. Nein, da sind sofort die ganzen Linge mit dran. Und er zieht nochmal schön die Marines nach oben, das SCV nach links, damit verliert er zumindest nicht mal alles. Und jetzt gibt es hier allerdings gleich mal Matsch, und zwar tote Marines, Demas. Da sind die nächsten auch dabei, und hinten macht er zu. Da macht er mit der dritten Barracks zu, da hat er die Expansion ist auch gerade in Auftrag und wird jetzt erstmal ordentlich SCVs geben. Da hinten der Marine freut sich natürlich seines Lebens, hat hier ein freies Schussfeld auf die Zerglinge. Die rottern hier nochmal ganz kurz nach oben. Und ja, Moon natürlich jetzt mit der Abwehr, hat seinen Spinecrawler da. Was macht er? Er geht auf Drohnen. Perfekter Spieler einfach. Haut jetzt direkt die nächsten Runden nochmal raus, ist hier auf 6 mittlerweile. Er hat auch nicht zu viele Linge jetzt hier eigentlich gebaut, also ich glaube insgesamt hat er 6 oder 8. Ja, das war wahrscheinlich genau das Richtige. Also er hat jetzt insgesamt 10 Linge, aber 2 hat er natürlich noch sowieso an den Towern stehen. Also man kann ja auch nicht hundertprozentig abschätzen, wann jetzt Ende ist mit diesem Marine-Push. Manche bauen ja dann trotzdem weiter Marines und rennen dann einfach nochmal los, obwohl sie den Spinecrawler gesehen haben. Habe ich zumindest in der GSL so gesehen. Also ein bisschen Sicherheit muss er schon haben, aber ich glaube, das ist genau das richtige Maß. Also man sieht auch erst 8 Drohnen vorne. Ist aber jetzt auf der anderen Seite natürlich auch nur eine Option, die Fury weiterhin hat. Er hat jetzt 3 Barracks, die macht er natürlich vor allem, um hier vorne zuzublocken. Aber er kann jetzt auch einfach mal hergehen, kann da hinten sich eine richtige Bioforce zusammen holen und dann nochmal den Go machen. Also die Option, da weiß natürlich auch Mew, dass es kommen könnte. Der holt sich währenddessen. Aber er schleicht jetzt auch schon mit den Linken vor der Base einfach rum und wird es jetzt so früh wie möglich sehen, falls irgendwas kommen sollte. Versucht die Rampe einfach schon mal im Blick zu behalten und nicht sich einfach nur auf die Xel'Naga Watchtower zu verlassen. Währenddessen haben wir bei Moon die dritte Base im Bau und er droht hier weiter nach oben. Wir haben mittlerweile für ihn 47 Harvester Supply. Wie gesagt, immer mit beachten, dass hier auch die Queens reinzählen in den Worker Supply.
gegen 25. 25 SCVs bei Fury. Kommt Doppel Factory kommt jetzt. Triple Factory, also der wird jetzt auf irgendwelche Mac-artigen Sachen gehen. Also Triple Factory jetzt raus aus den drei Kasernen ist schon. Ja, und ist schon eine Ansage. Zwei Gas jetzt, so. Also das ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Wir kommen jetzt hier hinten, haben wir Double Refinery. Er holt sich jetzt unten. Momentan auch nochmal das nächste Gas. In der Main Base sehen wir ihn jetzt hier mit dem ersten Add-on, Tech Lab Nummer 1. Da wird die zweite Factory gleich fertig werden. Moon währenddessen auch dabei, fleißig Gebäude zu bauen. Nicht nur die dritte Base, die er sich in der Zwischenzeit also geholt hat, sondern er gibt auf Roach, Warren und Baneling Nest. Der Speed für seine Linge ist ebenfalls dabei. Das ist hier die eine Factory schon am Start. Holt er sich hier das Add-on. Wie sieht es an der zweiten aus? Es kommt der erste Hellion. Hellion Nummer 1, währenddessen Blue Flame. Also das wird einiges an Hellions mit Blue Flame jetzt gerade kommen. Aber der Roach Warren sichert da Moon eigentlich schon ganz gut ab. Also wenn die Roaches dann da sind, ist mit Hellions erstmal Ende. Und er hat in der Zwischenzeit auch noch eine weitere Queen im Bau. Also er taggt hier jetzt auf Tier 2, Moon soweit solide. Creepspread, muss ich sagen, überzeugt mich jetzt noch nicht von ihm. Aber er hat unten die dritte Queen und die kümmert sich genau eben um die Sache. Ja, und Fury ist auch nicht irgendwie nicht konstant genug mit dem Worker bauen. Also man sieht oft, dass die Orbital Commands einfach nur rumstehen und gar nichts machen. Deswegen ist er jetzt auch erst auf 36 Worker quasi. Das ist, dass er hinten ist, ist klar, aber er sollte schon so auf 42 oder so, sollte er schon sein. Da verpeilt er das irgendwie immer. Wir haben in der Zwischenzeit 67 Supply gegen 91. Es sind die ganzen Hellions hier mit dabei. Er versucht auch gar nicht mit Drops. Also er hätte massenweise, also das wird richtig viele Hellions, der hier gerade baut. Und ansonsten gibt es da eigentlich auch noch nicht viel mehr. Also jetzt kommen aber nochmal 5 Roaches und 4 sind schon auf dem Feld hier, was ich sehe, ja. Und da wird er es jetzt direkt sehen. Also hier kommt der Ling. Da sieht er die Hellions. Alles. Und sofort baut er mehr Roaches. Er setzt sofort nochmal ein paar Roaches nach. Er schickt überall ein paar hin, damit die nirgends durchrennen können. Es weiß auch von Blue Flame Bescheid. Es kommt allerdings zwischenzeitlich, kommt hier die Armory und die dritte Base für Fury jetzt ebenfalls. Er sieht die Roaches, der Terran-Spieler, läuft jetzt hier immer schön um die Ecken des Creeps rum. Da oben wird nochmal die Rampe geblockt, da kommt er auch nicht wirklich rein. Er geht trotzdem rein. Jetzt versucht er hier ein bisschen was zu killen. Da kämen zumindest mal 2-3 drauf, aber jetzt auch nochmal schöner Split. Also sehr schöne einzelne Positions gemacht jetzt. Versucht er nicht zu clustern. Es gelingt ihm soweit auch. Und er nimmt die nächsten Drohnen raus. Also da verliert Fury gerade alle seine Hellions. Die waren teuer. Die waren nicht so billig. Daneben gehen allerdings auch, da gehen genug Drohnen über den Jordan. Ja, das war eigentlich ganz in Ordnung. 13, die er hier gekillt hat. Also das kann man schon mal machen. Gucken wir mal auf den reinen Resource Lost Counter. Da ist Fury natürlich vorne, keine Frage. Aber wie gesagt, da fehlt natürlich auch die verloren gegangene Mining Time. Und wir haben beim Zerg-Spieler jetzt wieder die Drop-Ability. Er geht auf Drops, er geht auf Speed, Double, Evo, holt sich Burrow, holt sich Baneling Speed und da setzt er auch direkt nochmal den Spire hinterher. Drohnen baut er jetzt gar nicht mehr so heftig nach. Er hat 68, 47 sind es bei Fury. Und der will hier unten jetzt diese Expansion absichern, die er gebaut hat. Ich würde mir jetzt einen kleinen Harry Fortress wünschen, das macht er auch. Macht er instant, ja. Gibt's direkt für ihn. 118 gegen 85 Supply. Wir haben Fury jetzt mit Stim im Auftrag. Es fehlt ihm auch das Combat Shield. Also ich muss sagen, was seine Upgrades für die Bio angeht, da ist er sehr, sehr spät. Jetzt auf der 12. Minute noch Combat Shield, noch weit entfernt davon zu sein, das überhaupt mal zu erforschen, das ist schon hart. Wer hatte die ja noch als seine Wall benutzt, die Barracks, und hatte ja gar keine Add-ons dran gemacht. Also ich denke auch, der Hellion Go, der sah zwar ganz okay aus, der war aber eigentlich so eine Initiative, die eigentlich, glaube ich, noch viel mehr hätte reißen sollen. War von ihm zumindest so geplant. Er baut jetzt die ersten Marauder eben auch nochmal, um die Roaches einigermaßen auskontern zu können. Ja. Allerdings natürlich jetzt mit den ersten Tors im Auftrag da auch nochmal ein schönes Mittel. Beziehungsweise er hat sie, glaube ich, schon mal auf dem Feld. Ja, da ist er. Da ist der Tor. Und Fury war auch dafür bekannt, dass er zum Beispiel einen sehr, sehr starken Tor-Push auch hatte. Einen sehr gut getimten. Okay. Also das könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Ein faster Tor, also ein schneller Tor, der mit Marine Support dann eben kommt, den hat er damals sehr, sehr gut getimt gehabt. Ist schon eine Weile her. Aber wir sehen jetzt hier schon 51 bekannt. Linge, also 22 Roaches, Upgrades 1-1 geht durch. Das erste Attack-Upgrade für die Air-Units für 36 für Banes im Bau. Und 36 Upgrade Banes. Für die Banelings ist auch schon ready. Also, was Munda macht, sieht einfach sehr solide aus. Wir können uns nochmal schnell den Army-Supply angucken. Der ist erstaunlicherweise ungefähr gleich. Ja, die Tors fressen natürlich viel, Marauder, alles. Das ist alles so ein Mist, den er nichts machen kann. Also, die Army von Moon gefällt mir einfach sehr gut. Der hat auch Drops, also schickt jetzt auch los. Vielleicht wird er einfach Worker. Und rollt da nochmal ein paar hinterher. Die wollen auch noch mit. Die dürfen nicht.
Die wollen, aber sie dürfen nicht. Und er splittet jetzt auch nochmal die Overlords. Jetzt hat er das aber gesehen. Ja. Und da sind jetzt die Tors dabei. Da sind jetzt die Tors. Er holt weitere Tanks, Tors, Tanks, Bio. Da hinten kommen allerdings eben diese zwei Overlord, nähern sich langsam der Base von Fury. Jetzt sind wieder 44 Linge in Auftrag, also was Moon da bauen kann, ist auch krass jetzt. Ne? Er schickt den ersten los, da ist ein einziger Turret, der wird wahrscheinlich nicht so reichen. Gucken wir mal ganz kurz hin, er läuft nach unten. Wie viele Worker kann er killen? Er droppt rein, er killt hier oben als erstes Mal. Naja, vier Worker, das ist nicht so viel. Da oben geht es ebenfalls nochmal rein, währenddessen wird unten gefightet. Da geht es hier unten gerade in den Fight rein, da sind die Roaches auch nochmal schön in der Position. Kicken hier ebenfalls nochmal mit rein und schaffen es erstmal die Armee von Fury rauszunehmen. Der ist jetzt nur noch auf 80 Supply gegen 150. Und da haben wir momentan also bei Fury schon einiges verloren. Wir gucken mal auf den Lost Count, 6500 gegen 4800. Aber wenn man mal ehrlich ist, also diese Baneling Drops, 8 Banelings für 7 SCVs, das ist halt mal nichts. Das war nicht so das Wahre, aber... Wenn man anschaut, was Moon jetzt wieder hat, das 2-2 gleich im Auftrag, also was da alles gebaut wird, Banelinge wieder, die ganze Zeit werden Linge durchgebaut. Und er hat jetzt auch eine gute Pose in der Mitte, also wenn da irgendein Push kommen sollte, dann würden von allen Bases würden die Reinforcements nachströmen. Der ist auch auf 5 Bases mittlerweile, also er baut hier gerade die 5. Hat in der Zwischenzeit ja seine 4 schon soweit ready. Also das hat hier echt Hand und Fuß, was der gerade baut. 30 weitere Linge sind jetzt gerade im Bau, dieser Creepspray ist natürlich auch nochmal super. Am Anfang hat er hier recht spät mit angefangen, lediglich mit der dritten Queen ging es dann los, was die Tumore betrifft. Aber seitdem ist er konstant dabei, hier das Creep zu spreaden, also das sieht jetzt sehr gut aus. Die Hälfte der Map gehört eben schon mal und da kann Fury natürlich kaum aus seiner Base raus stolpern, ohne dass er direkt mal auf dem Creep landet. Und spielt auch jetzt hier recht defensiv. Also er hat rein auf dem Work-Account mittlerweile 72 gegen 82, da ist einiges dabei, aber ihm fehlt gerade bei der Army nochmal knapp 15 Supply, um mit dem Gegner aufzuschließen. Worker Supply ist zwischenzeitlich jetzt auch Moon auf 92 gelandet. Da unten kommt jetzt die Attacke, währenddessen sind weitere Baneling Drops mit dabei. Da geht es hier hinten auch nochmal in die Eco mit rein, er versucht da nochmal abzulenken. Schauen wir mal, da kommt der erste. Es geht auch von 8 gekillten und jetzt gibt es da doch mal nochmal deutlich mehr. 12, ja, 15, 16. Da oben in der Main besten ebenfalls noch welche dran. Da sind aber auch nicht viele zu holen, also. Das sind jetzt 12 gewesen, die er hier mit der Aktion gekillt hat. Das sieht schon besser aus. Ja. Trotzdem nicht der beste Trade. Naja gut, es ist halt, der Trade ist halt so, Moon hat eh die bessere Eco, bei ihm blüht eh die ganze Eco, also er kann einfach sowas wasten, so ein Tausch ist immer gut für ihn. Ich meine, die Grafik hier sagt alles. 2300 gegen 780, also das trifft es jetzt ziemlich gut. Und vor allem die 900 Gas pro Minute. Jetzt geht es hier von allen Seiten in den Fight rein, da muss Moon allerdings auch vorsichtig sein, dass er nicht in die gesiegten Tanks rein. Die Banelinge sind alle erstmal weg, da droppt er allerdings noch auf die Tanks mit drauf. Die Marines überleben soweit noch, aber das ist halt nichts, was auf dem Feld steht. Moon hat sehr, sehr viel verloren, er kann sich's allerdings auch leisten. Trotzdem, das hat er sich, glaube ich, anders vorgestellt. Also. Ja, also der Fight sah es gar nicht so schlecht aus für Fury. Also da hat er deutlich... Aber wenn man das Supply wieder schaut... Man sieht es bei Resources Lost aber jetzt auch gerade, obwohl er vorher mehrere tausend hinten dran war. Jetzt sind sie genau wieder gleichgezogen. Also in dem Fight hat Fury wirklich einiges gekillt. Aber jetzt tut es auch weh, diese paar SCVs da zu verlieren. Jetzt ist er gerade mal auf 54 Worker. Baut direkt wieder 3 SCVs nach. Sollte er auch. Also das ist schon ein bisschen wenig für 3 Bases. Na gut. Und Moon... Switch jetzt auf Mutalisken. Er geht jetzt mit auf Mutalisken drauf. Ziemlich spät, aber okay. Schauen wir uns die Bases kurz an. Da steht jeweils ein Turret und guck mal, wie die SCVs hier aussehen. Also diese haben halt kaum noch Hitpoints. Das heißt, wenn er hier an der Natural dann wirklich mit den Mutalisken reinkommt, den einen Turret rausnimmt, dann ist er innerhalb kürzester Zeit die Eco down. Denn da rechnet Fury jetzt auch nicht so wirklich damit. Wir gucken nur mal kurz auf seinen Unit-Tab. Wir haben auch kein Tor auf dem Feld für ihn. Lediglich die Marines, die dabei sind. Und die sind auch auf 1-0 Upgrades. Es kommt das 2-Attack-Upgrade, auch das 2-Attack-Upgrade für die Siege-Tanks jetzt. Aber Moon ist halt wieder auf 186 Supply. Und Fury hier mit seinen 136 nicht so super am Start. Da sind die Mutalisken jetzt mit drin. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. 10 Stück. Die sind auf dem Weg, ja. So viele sind es jetzt auch wieder nicht. Also wenn ihr schnell aber reagiert, trotzdem, da sind jetzt die Toten hingetradet worden. Und da ist gar nichts mehr. Ja, und da verliert er jetzt nochmal deutlich. Workers Kills sind mittlerweile 30, 33, 37, 40. Da werden sie jetzt halt gefinished. Und währenddessen kommt ja die Army mit rein. Da geht nochmal der Rest von Moon komplett mit drauf. Und jetzt finisht er hier Fury. Der schreibt GG. Und Moon holt sich den ersten Sieg auf Shakuras Plateau. Das zweite Spiel startet auf Xel'Naga Caverns. Wir sehen... Fury im Bilde.
Da ist er also, momentan der Schwede in Rot. Er hat einen abgenatzt bekommen durch Moon auf der ersten Map. Crystal Tor hat er verloren. Und wir sehen jetzt Moon hier unten mit seiner Hatchery. Er startet in Blau, hat die 1-0-Führung im Game und ist bis jetzt in dieser Gruppe auch ungeschlagen. Also er hat jetzt seine Matches, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon eine Map abgegeben hat. Er hat die Best of Threes gewonnen, aber ich glaube, er ist auch bei den Map-Scores. Ja, das könnte sogar sein, ja. Mit, also noch zu Null. Und er jetzt hier, wie gesagt, auf der letzten Karte, Shakur's Plateau mit der Hatch First, die er gestartet hat. Fury hat da nicht so ganz mithalten können mit dem Koreaner und versucht jetzt natürlich hier zu punkten auf der zweiten Karte. Auf auf Stellaga Caverns. Da könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass wir von Fury jetzt eine All-In-Strategie zu sich bekommen. Also eben hat er das 2 Rex Opening versucht. Das scheiterte gleich schon im Ansatz und hat das abgebrochen und hat dann versucht, ins Makro-Game zu gehen, was er eigentlich bestimmt nicht geplant hat. Da wäre ich mir nicht mehr so sicher, weil ich hatte auch den Eindruck, dass das etwas halbherzig war mit den 2 Racks. Ich ja, hätte schon von ihm eigentlich erwartet, dass wenn er jetzt wirklich die 2 Racks durchziehen will, dass er dann auch versucht, nochmal mindestens 2 SCVs oder 3 SCVs mitzuziehen, was ja, du eigentlich auch typischerweise siehst. Denn wenn du mit einem SCV wirklich dieses 2 Racks Opening spielst und auf den Bunker hoffst, dann brauchst du eigentlich, ja, mit einem SCV ist, wenn es halt down ist, ist es vorbei. Und deswegen nimmst du eigentlich immer noch ein zweites, teilweise sogar ein drittes mit. Also ich glaube gerade Fury, der ja fürs SCV-Pullen, die du schon sagtest, ja, bekannt ist. Ja gut, aber gegen den Koreaner ist es immer eine dumme Idee, sowas zu machen, weil denen ist es egal. Wenn man gesehen hat, July Zirk konnte nicht mal Hasuabs schreiben, der wusste nicht mal, wie Hasuabs geschrieben wird. Der hat so Hisu, Hasi, Hu oder so geschrieben. Also der hat wohl, und Hasu ist einer der bekanntesten wohl eher noch von den Europäern, also eher als Fury, da würde man sich eher Spiele angucken als von Fury oder auch überhaupt Replays bekommen als von Fury. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, die Koreaner fühlen sich da so ein bisschen unantastbar und zum Teil auch zu Recht natürlich. Wir haben Fury jetzt gerade beim Scout der Echse, allerdings entscheidet sich auf der Map Moon für ein 14-14 Opening, hat hier seinen Spawning Pool Speed direkt mit dabei, die Drohne hat er wieder runtergezogen und wir haben Fury mit dem Wall-In, mit dem zweiten Supply Depot an der Choke. Er hat in der Zwischenzeit Gas, er hat sein Orbital Command und wir sehen jetzt immer diesen Go auf das SCV. Nein, nicht mal das, also die zweite Truppe wird dann vielleicht nach unten rennen, auch die nicht. Also jetzt bin ich ehrlich gesagt irritiert. Er holt kein Gas, es wird kein Banding Bust, denn jetzt kommt die Drohne. Jetzt kommt die Drohne bei 21 Supply, jetzt sieht er das Ganze, das SCV ist noch ein bisschen am Rumrennen, versucht das Ganze so lange wie möglich rauszuzögern, bis dann wirklich die Expansion kommt. Das wird nicht so lange der Fall sein, da ist es die Hatchery auch gleich mal im Bau und damit also alles sweet. Aber vor dem Speed das Ganze noch geholt, hier direkt also mit raus, wir gucken nochmal schnell nach oben. Da sehen wir jetzt den Reactor und die Factory, also hält jetzt mal wieder. Also das, da habe ich sogar schon mal ein Spiel gesehen auf dem Web von Fury, da ging Darkfoss gespielt und hat gewonnen. Also Darkfoss hat so einen Roach-Push versucht. Also das spielt auf jeden Fall mit einer Echse, da kommt sie auch schon. Ziemlich Mac-heavy spielt er da eigentlich. Bin ich mal gespannt. Also ich habe ihn mehrfach auf der Map gesehen bereits, gegen Zerg. Und er hat jedes Mal die gleiche Strategie gemacht. Jedes Mal mit dem Barracks in die Factory rein, auf die Hellions. Da macht er jetzt auf. Da werden die direkt mit den Lingen, die kommen da noch rein. Das nimmt er allerdings in Kauf, das sieht er ja. Und wir haben hier hinten von ihm die Expansion. Also er geht dann immer eben auf genau diese Strategie in die Expo rein. Das sehen wir jetzt auch bei ihm. Und da sieht Moon natürlich alles. Da ist er in der Base unterwegs. Aber damit, also das riskiert Fury ja auch ganz bewusst in der Situation. Moon sieht das über der Barracks schon, der die Factory hovert. Er weiß also, dass Hellions kommen. Dementsprechend kann er immer wieder versuchen, die Rampe hochzurennen, den Moment abzupassen, wenn die Kaserne hochgeliftet wird. Genau das macht er auch gerade. Rennt in die Base rein, guckt sich alles an. Und wir sehen bei Moon in der Zwischenzeit jetzt ist hier. Ist Supply Block bei Fury. Ist natürlich auch wahrscheinlich durch die Länge noch, dass er so ein bisschen alles delayed hat. Nein, wir wissen sich nur für ihn. Er switcht hier direkt wieder zurück, baut nochmal eine Barracks, die zweite jetzt. Da kommt auch nochmal das Tech Lab. Jetzt kommt noch eine dritte Barracks, also. Ja, das Building Placement, das er hier momentan gerade baut, finde ich übrigens sehr amüsant. Ich habe ein Spiel von ihm gecastet, wo er gegen den Zerg ran ist. Ich glaube, ich habe mit dir auch schon drüber gequatscht, wo der Zerg sehr aggressiv mit Banding versucht hat reinzubasten und Fury diesen Wall-In zweimal nicht zubekommen hat und es wirklich um ein Haar verloren hätte. Und jetzt sieht man eben, wie er dieses Mal seine Factory und seine Barracks direkt an diesen Kanten macht. Also er hat auf dem Spiel damals offensichtlich gelernt und will jetzt etwas bastsicherer sein. Da hinten kann er mit einem zweiten Supply-Depot zur Not zumachen. Also finde ich persönlich jetzt mit der Vorgeschichte eben recht nett anzuschauen. Nur nicht, dass die Marines da eingeklemmt werden zwischen denen. Das sollte eigentlich nicht passieren, zur Not kann er auch liften. Ja, stimmt, der ist ja so unfair.
Ja, und mittlerweile ist zwar der Bunker so gut wie ready, aber die Linge rennen halt einfach vorbei und killen jetzt hier erstmal die Worker raus. Also das ist kein guter Start für Fury. Der Tank, wenn er den jetzt auch noch erwischt, der wird repaired. Oh, er repaired. Gerade so. Also das war knapp. Das war sehr knapp gerade. Da sind jetzt die Hellions mit dabei da unten. Da haben die auch recht wenig. Wir gucken mal auf den Kill-Count. Da hat zwei Worker erwischt. Durch eben Moons Linge. Aber er hat wieder nur 26 SCVs. Also verstehe ich nicht so ganz. Er hat, obwohl er so früh auf die Ecke gegangen ist, hat er so wenig SCVs. Ja, wir haben ihn jetzt momentan erstmal, also ein Zerg-Spieler ist erstmal unten direkt mit dem Go in Richtung Westen. Der versucht hier also die Destructible Rocks, in Richtung Osten. Er versucht jetzt erstmal die Destructible Rocks zu killen. Die dritte dann demnächst zu holen. Ja, und mit dem Roach-Opening ist er natürlich gegen die Hellions einfach safe. Gerade auf dem Creep, da sind die genug, also schnell genug, um da mithalten zu können. Wir haben Siege-Tag, Stim für Fury. Und Moon haut nochmal eine neue Runde an Drohnen raus. Der geht auf sein Baneling-Nest, der geht jetzt hier inzwischen auf den Leertag. Also er gönnt sich jetzt an Upgrades, alles was es so gibt. Die Evo-Chamber kommt ebenfalls. Damit wäre auch vom Timing her nochmal halbwegs safe gegen Benjis. Also auch hier gut gelöst. Und wir haben, wie du bereits sagtest, wir schauen uns mal den reinen Worker-Supply an. Da ist auf 33 jetzt gerade auf 2-Base. Das ist natürlich zu wenig. Hat es hier drei Gas, 53, 56 Worker Supply sind es bei seinem Gegner. Aber jetzt baut er wenigstens mal ein paar SCVs durchgehend. Also man sieht immer so, dass manchmal ein paar Sekunden sind, wo er gar keine SCVs baut. Und das muss er auf jeden Fall vermeiden. Unten ist die dritte jetzt ein Bau für Moon. Der Koreaner jetzt also hier mit drei Basen, hat zwischenzeitlich hier oben auch seinen Tech Ops leer so gut wie fertiggestellt. Ja, wir können das Ganze auch nochmal im Income kurz vergleichen, was wir da so haben. Da sind sie noch halbwegs ausgeglichen, was die Minerals betrifft, da Fury natürlich seine Mules mit dabei hat, aber das Gas spielt hier auch nochmal eine Rolle. Er ist auf 3 Gas gegen 4. Und jetzt auch gleich wieder die Option auf die Gold. Direkt die Rocks frei. Holt sich auch gleich Banding Speed wieder an Burrow. Nachdem der Tag nochmal durch ist, exakt. Ja. Soweit ist Fury da oben halbwegs safe, er hat die Marines mit drin, Combat Shield ist jetzt im Bau, Stim ist durch und jetzt kommt der Push so um die 10. 11. Minute, da ist dann auch der Tank Speed durch, zwar nicht der Speed, sondern Mode. Der Tank Mode selbst, richtig. Ja, und damit macht er jetzt seinen Go nach unten. Die dritte ist noch nicht fertig, also fehlen noch ein paar Larven dann. Army Supply ist 49 zu 48 gerade. Und ganz ehrlich, also wenn er hier... Also die kann er killen, die Frage ist, kommt er hier vorne in eine gute Position? Kann er an der Choke in Stellung gehen oder nicht? Wir haben da jetzt die Roaches. Shield ist noch nicht ready. Da hinten sind die Banelinge, also die Banelinge wird er hier hinten reinbekommen. Combat Shield ist noch nicht durch und wenn die Banelinge jetzt treffen und da kommen sie halt von oben direkt rein. Allerdings gehen da viele der Jungs auch down. Es reicht trotzdem. Moon, obwohl, oh, da wird er noch einiges verlieren. Also jetzt kommen hier zwar die Marines rein, die haben immer noch kein Combat Shield. Jetzt ist Combat Shield durch und das ist halt echt zu spät. Oh, wäre das fertig also, gewesen? Ganz ehrlich, mit dem richtigen Timing von Combat Shield gewinnt er den Fight. Also das war jetzt eng. Da muss er sich jetzt auch ärgern. Also vom Timing her, wenn er da 3 Sekunden später rausgeht. Ja, oder einfach ein bisschen defensiver da oben stehen bleibt, bevor es fertig ist. Mit Combat Shield holt er sich den Fight hier auf jeden Fall nochmal. Vom Army Supply sind sie allerdings noch auf einem Level. Moon natürlich jetzt bei den Workern die Nase vorne. Geht jetzt einen kleinen Drop bringen, aber... In Link ist da verteilt, überall sind Overlords verteilt, also Moon ist auf der ganzen Map einfach präsent, also... Es kommen bald ihn fester, Fury will die nächste Base, jetzt muss er die Banelinge angreifen. Da geht er direkt rein, oh, ich weiß nicht, ob das wirklich so klappt, wie Moon sich das vorstellt, auch wenn der Drop hier noch fehlt an Units. Dann nimmt er jetzt die Banes raus, die Tanks sind alle gestorben, das ist natürlich jetzt weniger spaßig. Aber trotzdem, da hat gerade Moon auch ordentlich was abbekommen, also der Fight war wirklich alles andere als gut. Also die Attacke war relativ unnötig. Ich meine, Fury hatte hier nicht mal seine 8 Medivac, also sein Medivac und seine 8 Marines dabei. Jetzt trotzdem ja, noch recht zu überreden. Hat ihn zurückgeholt irgendwie, aber... Und Moon hat auch von den Ressourcen alleine schon mehr verloren. Die Echo ist bei ihm besser, von daher... Oh. Ja? Ja doch, die Mutes darfst du nicht vergessen, das ist immer... Wir können uns nochmal schnell anschauen, wie viel er hier momentan gerade hat. Also Fury kann hier durchaus mithalten, die Mutes machen es möglich. Jetzt kommt da unten der nächste Baneling-Trupp mit rein. Tanks sind da noch nicht so viele am Start. Da opfert er 2 Marines, da opfert er nochmal richtig viel, oder? Also da kommt er mit dem Baneling schon ganz ordentlich mit rein. Also ja. Und diese Trades sind auch wieder sehr gut für ihn. Also
Und er morpht halt wieder massiv viele Banelinge. Wir haben jetzt auch in Pathogen Glands für die Infesta, ist bereits draußen. Da sind nochmal 12 Banelinge direkt im Bau. Und jetzt Fury auf 92 gegen 99 Supply, 60 gegen 70 Worker, Mules noch mit dazu, 36 Army Supply. Also da hat Fury momentan mehr und die Tanks sind jetzt da. Da muss er mit den Tanks versuchen, die Banelinge auszufokussen. Wenn die poppen, das wäre natürlich toll. Da kann er nochmal einige killen, da stimmt er nochmal hinterher, versucht nochmal schnell ein, zwei von den Banes vielleicht instant zu killen. Da darf er sich nicht surrounden lassen, das ist wichtig. Wenn die Banes da jetzt von vorne reinkommen, wenn die Söldlinge hinten dicht machen, tut es weh. Und Fury will hier das Planetary setzen. Der will hier jetzt das Planetary setzen, während der Zerg zweimal noch die Hatch baut. Hat hier hinten also immer noch die eine Hatchery mit dabei, baut zwei neue Hatches, wo sind sie? Hat sie gerade einen Auftrag gegeben, eine ist noch in der Base mit dabei, die hat er gerade so dicht gemacht und da oben gibt es die Gold. Die holt sich auch Fury. Die Gold gibt es auch von Fury und der hat jetzt mehr Supply. Der ist im Supply jetzt momentan gerade also vorne. Und hat auch gut Geld auf der Kante, also ist ja nicht chancenlos. Auf jeden Fall. Jetzt geht's aufs Creep, da kommt der Scanner, da sind die Banelinge dabei, die witschen nur so über den Creep drüber. Und währenddessen soll an der Echse natürlich hier kleiner auch das Planetary kommen. Hat er nicht da oben nochmal eine gebaut gehabt? Habe ich mir das eingebildet? Anscheinend. Jetzt geht's hier aufs Command Center. Das ist im Bau. Das wird er auch soweit killen. Aber da unten ist jetzt auch Fury dabei. Will jetzt hier Moon wirklich versuchen, auf den Base Trade zu gehen. Da oben, was steht da? Nichts. Ja, er geht da hoch. Da müsste da auch das Supply Depot mal hochgesetzt werden. Der Tank kann noch ein bisschen was killen. Setzt es wenigstens hoch, damit er es killen muss. Zwei geburrowed. Er burrowed zwei. Burrow da nochmal auf der Rampe, sprengt beide Depots weg durch den Splash-Damage alleine und jetzt geht er hier in die Main-Base rein. Währenddessen ist allerdings Fury, oh, gefangelt unten an der nächsten Base und das sind keine Medivacs. Doch, das sind drei, ohne Energie. Drei, vier Medivacs, komplett ohne Energie, die bringen ihm hier gar nichts. Die Echse wird er vielleicht gerade nochmal so down bekommen, die Queenskiller jetzt erstmal. 36 weitere Linge in Produktion und da oben ist erst nicht mal nicht gut Kirschen essen mit dem Zerg. Der hat jetzt 141 Supply gegen 106. 1500 Mins, 800 Gas. Die Expansion ist down. Die Gold ebenfalls. Two Base momentan für Moon. Aber da oben hat er immer noch das Riesenproblem. Da sind nochmal Banelinge geborrowed auf der Rampe vorne dran. Da geht es immer an die Produktionsgebäude. Er setzt weitere Units in Production. Und da sitzt ein starkes Fangen an die STDs da oben. Da gehen einige down, also rein von den Army Supply und von den Worker Supply ist Fury jetzt ganz weit hinten. Moon expandiert am linken Kartenrand nochmal und geht hier jetzt immer weiter in den Gebäuden auf den Geist. Da fällt die nächste Factory, da unten gehen die beiden, ja, da gehen jetzt nochmal die beiden Supply Depots down. Ein Tank angesiegt, hinten sind nochmal zwei, einer ebenfalls im ungesiegten Modus. Also das tat weh. Das tat also der Base Rate, also dieses Tauschen halt, das war halt sehr gut für ihn. Also das hätte ich gar nicht mal gedacht. Aber jetzt ist er auf jeden Fall so weit vorne. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie Fury hier zurückkommen will. Also er hat zwar 7 Tanks, aber die Production steht jetzt halt. Er hat auch noch die Hedge in der Base. Also genug Larven für alles. Kann alles nachbauen. Und geht direkt wieder auf die Expansion an der Gold. Also er holt sich sowohl die als auch die am linken Kartenrand, wie bereits erwähnt. 163 Supply mit Banelingen, Ling, Roaches. Da haben wir sofort auch nochmal Infesta mit dabei. Und die ganzen, diese ganzen Medivacs haben halt null... Sorry, mein Fehler, die haben noch Energie. Da habe ich für eine Sekunde aufs falsche Info geguckt. Aber gerade vorhin die Fungals, also die haben hier komplett zerstört. Da wurde viel zu wenig geheilt, dann war er da direkt down. Jetzt gibt es erstmal einen Sensor Tower. Er versucht es wieder über die Gold Expansion. Da ist jetzt der Tank drin, der kann zumindest nochmal einige Units raushauen. Gerade natürlich den Banelingen geht es dann in den Kragen. Aber jetzt rollt er hier hinten rein und da ist halt auch nichts mehr zu killen. Da muss man sich wirklich überlegen, worüber die Banelinge überhaupt mal reinsetzt. Da kann er eigentlich auch sagen, okay, ich hau ihm das Orbital weg. Macht er jetzt nicht. Aber jetzt, nee. Da wird Fury natürlich hier keine Sonne mehr sehen. Da oben ist schon alles down, also Moon kann es irgendwie nicht so richtig glauben. Er weiß nicht, auf was er mit dem Banelinge jetzt drauf soll. Es gibt nichts, was er killen kann. Jetzt geht's auf die Barracks. Er ist auf 170 Supply gegen 102. Und Fury jetzt hier an der Golden-Position setzt mal seine Mules runter. Da sind nochmal Tanks in Auftrag. Da läuft er hier nach hinten, will es antanken. Und wenn man jetzt so auf die Bases von Moon schaut, die sind jetzt wieder... voller Drohnen, also das macht er perfekt. Also da oben macht er zwar Stress und kümmert sich trotzdem noch um alles, also das Multitasking perfekt. Das ist ja schon stark von ihm. Ja. Die geborrowten Banelinge sind jetzt mal Geschichte. Da trappt da die Army da oben. Ich will mich ja jetzt natürlich über den SOS-Night freuen.
mit dem er die Jungs dann abholt. Das wäre mal eine Idee. Die dürfen wieder heim. Defensiv eingesetzt, währenddessen offensiv der Job von Fury. Der kommt da rein und nimmt die Echse dann wieder weg. Er hat seine 1000 Overmans, er hat 370 Gas. Er killt die Expansion jetzt nicht ganz. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er hier Angst vor einem Fungal hat. Warum er sich da jetzt zurückzieht oder die Hatch rauszukicken, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ja, verstehe ich auch nicht, aber... Also ich weiß nicht, was er da gesehen hat, was wir nicht gesehen haben. Aber er traut sich nicht, dort zu bleiben und die Expansion zu killen. Und jetzt kommt wirklich der Nydos. Es kommt das Nidus Network. Ich bin echt gespannt, ob er sich da oben jetzt seine Army abholt. Das wäre natürlich jetzt sehr geil. Oder er verstärkt es und läuft runter. Das wäre auch eine gute Idee. Ja, gerade weil jetzt natürlich Fury wieder von der Choke weggegangen ist. Ja. Oh, da gibt es nochmal einen Fungal. Da ist der Medivac allerdings in Position. Jetzt geht es hier unten erstmal den Units so weiter an den Kragen. 200 Supply. 1000 Minerals. Aber was mich ein bisschen wundert, also Moon spielt ja die ganze Zeit eigentlich sehr viele Roaches und hat sich nie das Speed-Upgrade geholt, oder? Er hat auch keine Range, also er hat kein Upgrade für den Damage, er holt sich jetzt das Armor-Upgrade zumindest. Aber ansonsten gibt es bei ihm da relativ wenig. Okay. Hier hinten droht er auch nicht wieder hoch. Jetzt kommt der Nidus, er holt sie wirklich ab. und wer hat's gecallt? Sehr geil. Ups, sorry, nochmal den Schirm verzogen. Also er holt jetzt echt den Nidus, er guckt allerdings vorher nochmal da vorne vorbei und scheint es eher reinforcen zu wollen, als dass er dann abhaut. Da setzt er eben auch nochmal mit dem Infester, der hier hinten steht, direkt die Infester Terrence rein. Und jetzt geht's hier auf die Base, da wird eh nichts mehr gemacht, weil die Produktionsgebäude sind natürlich ist relativ teuer. Währenddessen vorne nochmal die Army vom Zerg-Spieler, da will er jetzt direkt nochmal an die Gold mit rein. Und wir sehen nochmal ein paar, da gibt's nochmal Benjis. Nochmal Benjis auf Seiten von Fury und die snipen jetzt in erster Linie den Fester raus. Währenddessen ist allerdings hier oben diese gesamte Army mit dabei. Und die Benjis, die Fury mittlerweile baut, versuchen auch hier nochmal die Base zu defenden. Allerdings wird es halt schon hart. 180 Supply gegen 177. Und Moon ist halt jetzt nun mal um Lichtjahre vorne. Aber der Army Supply 92 gegen 124, 30 Unterschied. Beim Worker 20 gegen 60. Jetzt geht's hier rein in die nicht gesiegten Tanks. Die sind jetzt dabei, schön zu schießen. Können allerdings auch nicht alle Roaches rausnehmen. Geben hier Moon schon ziemlich eine Breitseite. Und jetzt kommt von oben wieder die Roaches. Aber es reicht halt nicht. Da ist die nächste Army mit dabei. Fury droppt hier auf die 70 Supply. Überall die gegnerischen Units mit da drin. Meint hier jetzt nochmal Chi-Chi, packt sein Koreanisch aus und damit setzt sich Moon mit 2-0 durch gegen Fury.